Titlis gelaufen. Da haben wir den Titlis Challenge gemacht. Die Bergtrophy, Titlis Bergtrophy. Die findet jedes Jahr statt. Im August. Dort in der Buche ist eben der Titlis. Von da unten haben wir gestartet. Sind dann übergelaufen. Salut zusammen, wir befinden uns im Kanton Obwalden auf dem Flugplatz Altnach. Und ich bin mit einem neuen Flugzeug unterwegs. Das ist eine Propellerturbine Pilatus PC6 Turboporter. Pilatus PC6 hat eine spezielle Bauart. Es hat einen Kurzstart- und Landeigenschaften und ermöglicht auch Einsätze ab Landeplätzen im Gelände. Das Modell ist im Jahr 1975 gebaut worden in Stanz von der Firma Pilatus Aircraft. Es wird als Transport, Rettung und Fallschirmaufklärung benutzt. Auch weltweit wird heutzutage immer noch gebraucht, zum Beispiel Red Bull, für Skydiving und so weiter. Ist ein sehr stabiles Flugzeug. Ist auch einer der besten. So, kommen wir zum Plan. Wir starten am Flugplatz Altnach im Kanton Obwalden. Fliegen wir Richtung Giesswil über den Sarnensee. Während dem Flug steigen wir auf ca. 4.500 Fuß. Bis da müssen wir 6.500 Fuß erreichen, um über den Berg zu kommen. Da ist dann der Milchseefrut. Vom Milchseefrut fliegen wir Richtung Engelberg, auch über den Berg, wo 8.000 Fuß hoch ist. Und dann machen wir einen Flug um den Titlis. Da gehen wir wieder rauf auf 10.000 Fuß und fliegen dann südlich vom Titlis entlang durchab Richtung Innerkirchen, Meiringen. Ab Meiringen befinden wir uns in einer Restricted Area. Das ist die Zone, wo wir nicht höher fliegen dürfen als AG. Wir fliegen Minimum in 3 Restricted Area vorbei. Einmal da und einmal da und einmal das. Und bis Grosser Scheidegg nach Grindelwald. Da kann man gar nicht tiefer fliegen als 6.000. Da ist eigentlich Verbotszone eigentlich theoretisch, aber für uns ist es egal. Wir gehen dann weiter bei Jungfrau Juch vorbei und dann rechts über Lauterbrunnen Richtung Interlaken und da landen wir. So, jetzt kommen wir zum Cockpit-Inspektion. Wir schauen, dass alle Knöpfe auf Off sind und so wie sie sind. Also fangen wir mal an da vorne. Kurvenkoordinator zeigt es in der Mitte an. Tachometer ist 0 Knoten. Fluglageanzeiger ist schräg, aber es kommt dann, wenn das Flugzeug läuft. Altimeter. Wir befinden uns momentan bei 1450 Fuß. Über Meer. Kompass zeigt auf den Norden. Variometer ist bei 0. GPS-Koordinator, Treibstoffverbrauch und Leistungsanzeigebild. Trim, die zwei sind Backups. Dann die zwei Drehzahlmesser, Drehmoment und Temperatur für die Turbine. Das ist alles off-off. Sieht auch gut aus. Parking Brake ist angezogen. Flaps ist oben. Öltemperatur, Öl und Treibstoffdruck. Ampere, Volt, Unterdruckanzeige, Tank, beide halb voll. Als nächstes müssen wir dann die Batterie einschalten. Das ist der Master Switch. Da tun wir auf Battery. Okay, dann noch den Generator und wir können noch das Signallicht aktivieren. Nächst ist dann der Treibstoffzufuhr aufmachen und der Treibstoffpumpe. Den Anlasser auf On und wenn das Propeller frei ist, kann man dann starten. Sobald da der Drehzahlmesser bei 20% ist, machen wir den Engine Condition auf Low Idle. So. Die Fluglageanzeige hat sich jetzt auch ausgerichtet. Sobald es läuft, kann man eigentlich den Starter und den Anlasser off tun. Kann man den GPS einschalten, Landing Lights einschalten, Navigation Lights, Heat.
Kühler und Hitze braucht man nicht. Defrost auch nicht, weil draußen ist jetzt ca. 17 Grad. Als nächstes schauen wir schnell Anzeigebildschirm an. Das ist der Verbrauch. Jetzt können wir mal Gas testen. Okay, funktioniert. Als nächstes tun wir mal Tower anfunken. ATC für Erlaubnis für Take-off. Wir fliegen Richtung Süden. Ground the Wayfarer 08 ready to taxi south departure. The Wayfarer 08 taxi to and hold short of runway 19er using taxiway. Contact tower on 119.7 when ready. Taxiing hold short runway 19er via taxiway, the Wayfarer 08. Also, dann kann man mal hinten fahren. Heartbreak lösen. Position einrichten. So ungefähr. Was ist da? Also dort müssen wir ran, Runway 19er. So, wir werden jetzt da mal Check machen vor Takeoff. Flaps nehmen wir auf 10 Grad fürs Takeoff. Sieht alles gut aus. Dann funken wir Tower the Wayfarer 08 at runway 19er ready for departure south departure. The Wayfarer 08 QNH 29.9212674F4. South departure approved. Cleared for takeoff runway 19er. Cleared for takeoff runway 19er the Wayfarer 08. Jetzt kommen Engine Condition auf High. Park Brems lösen. Flaps ist 10 Grad für das Take-off. Continue for south departure.
2200 Fuß, Geschwindigkeit von 70 Knoten. Die Steigung ist bei 1500 Fuß pro Minute. Landing-Lights können wir ausschalten. Aber nicht. So, vor uns ist der Sarnensee. So, wir müssen noch weiter rauf. Torque ist jetzt im roten Bereich. Aber Tower, the Wayfarer, 08 frequency change. Jetzt bei 4300 Fuß. Geschwindigkeit von 60 Knoten. Wir dürfen nicht längsam sein als 60 Knoten. Die Steigung ist jetzt mit 1000 Fuß pro Minute. So, wir fliegen jetzt gerade über den Sarnensee. Vor uns hinten ist irgendwo da hinten ist der Brienzer Rothorn. So, wir sind jetzt momentan bis 8 Knoten mit uns wie 5400 Fuß. Wir schauen Richtung Süden. Flaps haben wir auch von hier fast vergessen. So, jetzt kommen wir bald zum Mittelpunkt der Schweiz. Irgendwo dort hinten, das ist glaube ich der Brienzer Rothorn dort hinten. Bin ich auch gelaufen. Von der anderen Seite ist der Brünninger Pass. Sind oben gelaufen. Auf. Wir sind oben gelaufen. Höhe Gumme vorbei. Das ist auf 2000 Höhenmeter. Und der Rothorn ist 2300. Meter über Meer. So, wir sind jetzt bei 6300 Fuß. Wir müssen jetzt dann in der Richtung über den Berg in zwei Dritten. Und da unten irgendwo befindet sich der Mittelpunkt, geografischer Mittelpunkt von der Schweiz. Ich sehe es. Es ist mit einer Schweizer Karte gekennzeichnet, wo es Stein gemacht ist. Ich mache eine kleine Linkskurve, damit man dann unten rechts sehen kann. Das ist der Hauptberg, Haupthochstollen. Links ist der Haupt, rechts ist der Hochstollen. So, ich glaube, das ist das hier. Das ist mit der Schweiz. Dort sehen wir, da sehen wir die Schweizer Karte. So, wir sind jetzt bei 8.500 Fuß.
werden, um zu landen. So, mal schauen. Leider nicht, ich muss nochmal einblenden. So, jetzt fliegen wir über den Hauptfront hochstollen. Vor mir ist der Milchseefront. Das ist rechts ist der Milchsee, da unten unter uns. Da habe ich meinen ersten Schneetour gemacht. Ist leider ein bisschen bewölkt. Das ist der Milchsee. Das war mein erster Schneetour. Schneeschuhtour. Bis dort führen. Da vorne ist nochmal der Tannensee. Das sehen wir da leider nicht. Genau, das ist der Tannensee. Hier Milchsee, Tannersee. Und das dort ist der engste See. Ich bin bis dahinter gelaufen und dann wieder retten. So, jetzt fliegen wir Richtung Engelberg. Ich gehe mit dem Gas ein bisschen retten. Wir finden das jetzt mit 9000 Fuß. Geschwindigkeit von 100 Knoten. Ich senke leicht 8.500. So, die zwei Berge, links ist der Hüttstock, rechts ist der Rotsandbrunnen, oder beide über 2000er. Vor uns ist der Engelberg. Von da gestartet mit dem Cloud zusammen und sind auf Titlis gelaufen. Da haben wir den Titlis Challenge gemacht. Titlis Bergtrophy findet jedes Jahr statt. Im August. Dort in der Buche ist eben der Titlis. Von da unten haben wir gestartet. Sind dann übergelaufen. Dann rauf. Das ist der Trübsee. Schon lange nicht mehr, wo wir sind. Also wir befinden uns 8200 Höhenmeter, steigen mit 1000 Fuß pro Minute. Genau dort ist der Titlis. Wir sind drüben vorbeigelaufen. Und ab 2000 Meter ist dann T4. Vorne ist hier ein Klettersteig, genau da. Das ist der Mürenalp Klettersteig. Ich bin im Juli 2022 gewesen. Dort hinten, weiter geradeaus wieder fliegen, ist dann Kanton Uri. Also momentan befinden wir uns immer noch Kanton Obwalden. Und irgendwo da ist dann Nidwalden. Obwalden und Nidwalden in der Grenze. Und hier ist ein Uri. Das ist der Hahnen. 2600 Meter. So, jetzt schauen wir, dass wir an Höhe gewinnen. Wir sind jetzt bei 100 Knoten, ich gebe ein bisschen mehr Gas und steigen. Wir wollen auf 9, wir wollen auf ca. 10.000 kommen. So, wir steigen mit 2000 Fuß pro Minute hoch. Wir sind jetzt bei 8000 Fuß. Das ist Titlis. Und wir fliegen über den Berg Grassen. Das ist
der Amora, es ist wie 2000 Meter über Meer. Und jetzt der Krasse ist im Kanton Bern. Also wir befinden uns jetzt dann im Kanton Bern. Da hinten ist dann Kanton Uri. Das ist der grosse Spanort. Da, der Klee ist dann gerade dran. Also wir sind jetzt bei 9002. Geschwindigkeit von 100 Knoten. Steigung 2000 Fuß pro Minute. Jetzt fliegen wir wieder Grassen und fliegen südlich von Titlis entlang. So, jetzt sind wir bald bei 10.000 Fuß. Gehen mit dem Gas in die Retour. Und halten die Höhe bei zwischen 10 und 9 und senken langsam auf 7.500. So, jetzt sind wir im Kanton Bern. Wir gehen runter auf 9000. Das ist der Reisenollen. Reisenollen, das ist der Windenstück bei den 3000 Meter. Das da ist der Winden. Das ist auch 3000er. So, wir gehen immer noch runter. Wir senken mit 1000 Fuß pro Minute. Mit Geschwindigkeit von etwa 110 Knoten. Retour. So, das ist der Wendenhorn. Der da ist der Giglistock. Der ist knapp 3000, ist 2500. Genau, da hinten ist der Reisenollen See. Und der Spitze dort ist der Wendenstück. Genau da. Wir sind jetzt bei 8.500 Fuß. Vorne ist dann Innerkirche und Meiringen. Wenn man dort weiter würde fliegen, ist dann Kanton Wallis. Ganz, also in der Richtung circa, liegt dann irgendwann irgendwo der Matterhorn. So, wir sind jetzt bei 7,5, dann halten wir die Höhe. So, ein bisschen aufziehen. So, genau, wir sind jetzt bei, sorry, ich meine 6,5. Wir sind ein bisschen zu tief als geplant. Jetzt geben wir Gas und steigen mit 120 Knoten 1000 Fuß pro Minute hoch. Also rechts, das ist der Planplatte. Das ist 2200 Meter. Vor mir ist der große Angelhorn. Da ist aber der Giglistock. Und der da ist der Gallaumistock. Das ist 2800 Meter.
jetzt sind wir bei 7000 Fuß. Jetzt gebe ich Gas zurück und bleibe auf dieser Höhe. Rechts ist Meiringen, dort hinten ist der Brienzensee. Übrigens, da unten ist der Fluss Aare. Und dort hinten ist dann der Aare-Gletscher. Genau, Aare-Fluss da durch. Richtung Brienzensee. Im Brienzensee dann raus. Dann in den Thunersee bis auf Bern. Dann Wielersee bis Solothurn, Aarau und dann irgendwo auf Deutsche raus. So, das ist, was haben wir gesagt, ein grosser Angelhorn. Das ist 2700 Meter. Vor uns ist der Jingle. Der Jingle ist 2009 Meter über Meer. Jetzt machen wir eine kleine Linkskurve. Wir sind jetzt bei 5500 Fuß. So, wir machen ein bisschen mit dem Gas hoch. Jetzt ist es mit der Höhe. Wir steigen jetzt mit knapp 2000 Fuß pro Minute. Also, das ist. Was heißt das? Ein grosser Angelhorn? Nein, sorry, der grosse Angelhorn ist. Ist der noch gesehen? Der da ist. Irgendwo ist dann der Meerenhorn. Das ist der Meerenhorn. Nein, Meerenhorn ist wie Mittelhorn, genau. Das ist der Mittelhorn da. Und da oben ist der Schwarzhorn. Und ich glaube, das ist der Schwarzhorn. Hinter dem Schwarzhorn ist dann der Faulhorn. Faulhorn bin ich auch schon rumgelaufen. Ist 2600 Meter hoch. Und oben beim Faulhorn gibt es Bergsee, Bach-Alpsee heisst es. So, das ist der Mittelhorn. Ja, genau, das ist der Mittelhorn. Ist 3700 Meter über Meer. Da ist der Schwarzhorn, 2300 Meter. Unter uns ist der Grindelwald. Das ist der Eiger. Und dort hinter dem Eiger ist Mönch. Ja, ich glaube, das ist der Mönch. Das ist eben, wie gesagt, Grindelwald. Da geht es dann Richtung Interlaken. Irgendwo dort hinten, wie man es so sieht. Genau der dort. Pyramide ausgesehen, das ist der Niesen. Oder auch Schweizer Pyramide genannt.
Das ist 2300 Meter. Genau, da hinten ist dann Kanton Wallis. So, jetzt ist es schnell. Ja, genau. Also, da ist der Eiger. 3400 Meter über dem Meer. Da kommt dann. Da ist der Dschungen. Der erste Dschungen. Der hintere Dschungen ist der Laubenhorn. Findet ein jährliches Laubenhornrennen statt. So, da ist der Eiger Nordwand. Geschwindigkeit 120, so ein bisschen runtergehen mit dem Gas. Höhe bei meinem Radi bei 7900. Schaut immer noch Richtung Südwest. Vor uns ist die Station Kleinscheidegg. Da kann man mit einer Jungfrau fahren, von da aus. Nein, warte schon, das ist der Wingenbahn, glaube ich. Von da kann Frauenbahn fahren und Jungfrau Joch. Das ist die Jungfrau. Genau, die Jungfrau ist 4000er, 4100. Und das ist der Mönch, ist auch 4000er. Dort ist das Observatorium Jungfrau Joch. Das ist der Fallbodensee, genau von Kleinscheidegg. Bin ich mit dem Claudio die Guckihütte hochgelaufen. Das ist das hier. Das ist die Guckihütte. Das ist eine T4-Wandlung. Von da sind wir hochgelaufen. Die Guckihütte liegt bei 2000 Meter über mir. Das ist Jungfrau Joch. Genau. Man meint, es ist gar kein Wanderweg, also von weitem. Aber wenn man näher läuft, hochläuft, dann kennen wir. Es ist halt eben T4-Wanderung. So, und der da ist der Schwarze Mönch, 2600 Höhenmeter. Unter uns ist der Lauterbrunnen. Ich gehe jetzt mit Gas runter, senken langsam. Das ist ein bisschen schnell. So, Gas retour, ich mache jetzt einen Rechtsbogen über einen Lauterbrunnen Richtung Interlaken. Da ist Wingen. Und dann vorne ist der Schienenplatte, wo wir dort sind. Bereiten wir langsam vor für die Landung. Wir landen in Interlaken, Flugplatz, ehemaliger Flugplatz, ist da jetzt außer Betrieb. Das heisst, wir brauchen da kein Landeerlaubnis. Das ist jetzt Wingen. Von da, Landbrunnen, haben wir übernachtet. Im Campingplatz sind wir von Wingen mit dem Bahn oben bis zum kleinen Scheidegg. Und dort sind wir. Also jetzt sind wir bei 5200 Fuß, Geschwindigkeit 100 Knoten, Senkgeschwindigkeit Vertical Speed ist bei 2000. Jetzt sind wir bei 4700 Fuß, 10 Knoten. Wir senken immer noch weiter mit Vertical Speed 2000. Das ist die Geschwindigkeitsplatte. So, wir sind jetzt bei 100 Knoten. Wir geben ein bisschen noch mehr Gas.
Davon ist dann Interlaken. So, wir sind jetzt bei 3400. Ich falte jetzt mal die Höhe. Ich gebe noch ein bisschen Gas. Bereit für die Landung. Bereitet für die Landung vor. Also, was heisst Landing Lights natürlich on. So. Flaps tun wir dann vor der Landebahn ausfahren auf 10 Grad. Und kurz vor Landung dann komplett. So, da vorne ist Hard Cool. Das ist der Hard Grad. Dann kommt da der Aumsmantor. Ist wo da? Das, genau. Da habe ich auch versucht zu gehen. Bin aber nicht weitergekommen wegen dem Schneeverhältnis. Habe ich aus der Retour. Bis da circa bin ich angekommen. Da kann man dann starten. Da rauflaufen. Die Geraden. Wandern. Ja, theoretisch kann man bis da hinten. So, jetzt muss ich auf die Landung konzentrieren. Das heisst, Torque und Retour. Flaps rausfahren. Dann ist die Landebahn. Ein bisschen rechts kurven. Wir sind jetzt bei 3000 Höhenmeter. Ich gehe runter, senke mit Vertical Speed 2000. Schau, dass ich zwischen 60 und 80 Knoten bin. Ich fahre die Klappe ganz raus. Und dann Gas. Ich senke noch mehr runter. So, jetzt bin ich bei 2000. Die Landebahn ist ca. 1,5. Jetzt kann ich Gas ganz retour. Und sind jetzt auf dem Boden. So. Ich parkiere schon auf der Wiese. Weil mit dem kann man ja geht sehr gut. Jetzt Brandbremse anziehen. Und das war's. Wir sind angekommen. Jetzt einfach runterfahren. Flaps rauf. Genau. Engine Condition Low Idle. Verwalten dann wieder in die Mitte. Handbremse ist angezogen. Alle Lichter ausschalten. Master Switch off und Engine Condition auf Cut Off und jetzt natürlich den Treibstoffzufuhr zu machen. Das war's.